Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 181 von Avorion. Ja, wir wollten irgendwie nach 64, 148, das was hier irgendwo ist, war das 64? Ja, 64, 148. Das liegt hier irgendwo, allerdings ist uns der Weg abgeschnitten durch einen Riss im System hier. So, jetzt 164, 148. Das ist jetzt da. So. Ein ganz klein bisschen noch rüberschwenken, damit der Traveler erreichbar ist. Und das Schnellreisen sollte doch funktionieren. Oder wie war das? Linksklick, um Ziel auszuwählen. So. Und starten wir das Ganze und hoffen, dass das funktioniert, ne? Der weiß, wie es geht, der Kapitän, ne? Und nach dem Intro gucken wir uns das dann an. Bis gleich. Sieht ja natürlich auch nicht schlecht aus hier mit diesen schönen Ringen in der Drohne, aber wir gehen mal jetzt auf die Karte hier und schauen, ob er schon angekommen ist. Wohl noch nicht. Ja, ich kann da jetzt nicht rein. 84% sind abgeschlossen, aber das Schnellreisen funktioniert wohl. Das Schiff reist zu Sektor 64, 148. Vielleicht wären wir besser einen Sektor daneben geblieben. Wer weiß, was da jetzt passiert. Das könnte ja auch ein gefährliches Ding sein, oder? Haben wir nicht bedacht. Haben wir nicht bedacht. Verblendete Zeit eine Minute. Die müsste jetzt aber gleich rum sein. Da ist auch noch ein Notruf. 84% abgeschlossen. Ja, komm schon. Ich komme mit meinem kleinen Schiff hier da natürlich jetzt auch nicht hin, ne? Ist klar. Auch nicht daneben oder so. Den Traveler wechseln. Das muss wohl gerade geklappt haben. So. Und was haben wir hier? Nix ist hier. Ja, das war wohl nix. Ich glaube, der Thomas Steele, der hatte geschrieben, weiterreisen. Jetzt verstehe ich, was er damit meint. Hier ist wohl nix. Würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie, tja, weiß ich auch nicht, was das ist. Was ist weiterreisen, ne? Hier ist wieder ein Riss. Ja, gehen wir erstmal dahin. Weil hier gibt es ja nichts. Hier macht ja keinen Sinn, irgendetwas zu tun in diesem Sektor. Es sind immer noch 7 Sachen, die da stehen. Und ich war davon überzeugt, dass 64 minus 148 der richtige gewesen wäre. Aber ist er nicht. Also diese Operation Exodus, keine Ahnung. Ich komme nicht hinter, wie da das Ziel zu finden ist, wo wir hin sollen. Vielleicht ergibt sich das irgendwann, aber ich weiß nicht wie. Hau ab, wir warten auf einen Freund. Ein Plünderer. Ihr wartet auf einen Freund. Wer ist denn euer Freund dann? Und wieso sind hier so komische Sachen? Ah, durchgeschossen, ne? Ja, dann wartet ihr auf den Freund. Ich gucke mich mal hier um, ne? Was sind das denn hier für Container? Okay, keine Ahnung. Ja, einfache Container. Kann ich sie einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Kann ich die so ein bisschen durcheinander bringen? Sollen wir erstmal gucken? Okay, irgendwie ist gerade einer kaputt gegangen vielleicht.
Oh, einer fliegt durch die Gegend. Was mit diesem? Hau ab, wir warten auf einen Freund. Was soll mir das jetzt mit dir sagen? Die Ege-Piraten sind auf jeden Fall mit denen im Krieg. Ich greife mich komischerweise nicht an, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ja. Pirat, Schiff Shemosi. Wo ist der? Das ist der. Ist der wichtig? Ich wüsste es nicht. Fliegen wir da mal gerade ein bisschen vorher, mal gucken, was passiert. Reichweite wäre jetzt schon mal gut. Oh, unsere Automatikwaffen spielen jetzt natürlich eine Rolle. Na, dann machen wir gerade platt. Okay, du bist unser Opfer geworden, na dann. Wenn ihr das sagt, dann ist es ja schön, aber... ist doof gelaufen. Ich hatte nicht dran gedacht, dass ich Automatikwaffen habe, die das machen. So, Schutzschild ist weg, der Rest kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Der Schatten ist blau. Okay, dann bist du jetzt dran, oder? Torpedo im Anflug, okay. Das stört uns jetzt auch gerade nicht. Okay, nächste Torpedo im Anflug, ja, sehr schön. Es gab auch einen Treffer. Irgendwer schießt hier noch mit Torpedos rum, das ist doof. Aber nicht der vor uns, oder? Der vierte muss es sein, es waren vier an der Zahl, meine ich. Super Pirat ist das schon, okay. Aber super tut sich hier nichts, oder? Okay, der ist wieder eingeschlagen. Hinter mir ist jetzt gerade einer, der ein bisschen was besser ist, oder? Aber erstmal mal den gerade kaputt. Da ist der. Der hat ein bisschen besser geschossen. Glaube ich. Da links sind neue gekommen, sehe ich gerade. Verstärkung. Eigentlich hatten wir letztens schon mal von gesprochen, ne? Dass wir abhauen wollten, oder wie war das? Wenn... Piraten sind. Ah. Ja, jetzt haben wir ihn schon im Schlawittchen. Jetzt ist Schutzschild down. Jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern, bis der kaputt ist dann. Gehen wir ein bisschen näher ran, damit wir mehr Wumms machen. So, der ist erledigt. Jetzt bist du dran, ne? Weil du der Nächste bist in der Nähe. Du hast kein Schutzschild, deswegen bist du auch ganz schnell kaputt. Schon weg, ist schon weg. Ja, der ist weiter weg, aber den treffen wir auch ganz gut, ne?
Da ist auch einer mit so einem roten Ding, ne? Das ist auch sehr grün. Strahl. Torpedo im Anflug ist klar. Was sagt der da oben jetzt? Keine Ahnung. Komm, wir fliegen mal ein bisschen schneller rein. Und der müsste jetzt auch kaputt sein. Ah, ne, hat er noch nicht. Ich dachte, der wäre gerade kaputt gegangen. Ah, da ist jetzt diese grün. Oder sind das unsere Waffen? Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir noch irgendwo welche? Am Rand sehe ich keine roten. Doch, da oben sind neue gerade gekommen, glaube ich. Der hat hier auf jeden Fall Schutzschild, das dauert wieder ein bisschen länger. Bis wir den durch haben. Ein bisschen näher bitte noch. Können wir jetzt mal den Schuss da landen, dass der mal Ruhe gibt. Zu weit weg stand er gerade. Jetzt sind wir wahrscheinlich zu nah, ne? So, jetzt geht's aber. Oder ist er kaputt? Ist der dran? Ne? Oben ist noch einer zu sehen, unten sind noch zwei. Der ist jetzt gleich auch kaputt. Da ist er weg. Du bist jetzt der Nächste. Da ist er. Jetzt sind wir näher dran. Schutzschild haben wir schon runtergemacht. Er schießt noch ein paar Torpedos rüber. Bisschen näher nochmal. Und jetzt kriegt er noch ein paar richtig schöne Treffer. Dann ist alles gut, oder? Diesmal ist es aber schon ein bisschen schwer. Da unten sehe ich schon unsere Hülle geht schon ein bisschen kaputt, ne? So, jetzt muss er aber langsam kaputt gehen da. Wunderbar. Da kommt noch ein Torpedo und dann ist er dran. Zwei noch, zwei noch. Okay. Schiff voraus, gleich kaputt. Ist schon kaputt, oder? Das ist noch ein Tor. Ah, da oben sind schon wieder drei gekommen. Das macht keinen Spaß, wenn ihr da immer Nachschub kommt. Torpedos im Anflug, ja. Ja, komm, das macht keinen Sinn hier, dann können wir auch weiterfliegen. Da kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Warte, da drüben ist noch ein rotes Ding. Das wäre jetzt noch interessant, vielleicht zu holen.
da hinten noch vorbeigeflogen. Das hätte ich gerne noch, das rote Teil. Das scheint ja ein ganz gutes zu sein. Na komm schon. Traktorstahl-Upgrade. Ja, da kommen noch zwei Torpedos reingeflogen, ja. Gut, machen wir uns auf den Sprung woanders hin. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Und dann schauen wir mal, dass wir da unser Ziel weiterverfolgen, ne? Wir müssen nämlich uns auch tatsächlich reparieren. Wir sind schon ziemlich damaged. Und da sind wir weg. Ja, wieder Klopperei gegen Piraten, wie immer. Ganz doof, ne? Ich würde sagen, wir machen auch hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.